Willkommen zurück bei Diablo Number 4. Wir sind immer noch am Altar oder wieder am Altar des Untergangs. Ihr wisst Bescheid und wir wollen uns jetzt aufmachen, noch hier 1, 2, 3, 4 Gebiete zu erkunden. Wobei hier wahrscheinlich Caldeum ist. Das müsste die Hauptstadt sein. Die haben wir immer noch nicht entdeckt. Ne? Ganz merkwürdig. Gut, wir starten durch, wie schon angekündigt. Wir haben hier noch das Inferno. Das machen wir dann später. Wir sind einfach vom Laufweg her blöd. Wir gehen erstmal so hier hin. Ne, und wir müssen hier auch noch Asifa im Lager der Eiswölfe suchen. Um ihr das Amulett zu bringen. Ihr wisst schon. Kamera an, da bin ich. Here I am. Warte mal bitte kurz. Unfassbar, oder? Immer wenn ihr... Es ist Samstag. Das hat nichts mit meiner Arbeit zu tun. Das war jetzt ein privates Telefonat. War wichtig, war Absprache wegen Einkaufen und so. Aber genau wenn ich anfange aufzunehmen, oder? Es ist wirklich Wahnsinn. Dieses Untiming einfach. Gut, so, wir machen weiter. Wir wollen runter. Auf geht's. Okay, wir haben ja herausgefunden, dass wir ziemlich imber sind aktuell. Das ist ein furchtbares Wort, imber, aber ihr wisst ja, was ich meine. Wir sind ziemlich hart am Austeilen. So kann man es auch formulieren. Oh, sieht wieder so schön aus. Daher gehen wir mal ganz entspannt rein, auch in das eine, in den einen Stützpunkt, der uns noch fehlt. Ich fühle mich sehr mächtig aktuell. Und durch die Möglichkeit, oh, die Skelette auch. Und durch die Möglichkeit zu heilen... Und die jetzt auch dann doch in hoher Anzahl vorhandenen Heiltränke, fühle ich mich auch sicher. Und das ist eine gute Kombi. Lager der Eisenwölfe. Oh. Hallo Hündchen. Man kann ja irgendwie streicheln, oder? Ein friedliches Lager, ich glaub's nicht. Krass, die Waffen. Ah, hier, Leute von Akarat. Reisende, seid auf der Hut, tödliche Bedrohung in der Nähe gesichtet. Neunauge. Der kolossale Skorpion Neunauge wurde am westlichen Rand der versenkten Schlucht gesichtet. Sie ist alleine schon überaus tödlich, doch ihre zahlreichen giftigen Kinder graben sich in den Sand und stoßen hervor, um ihre Mutter vor Bedrohungen zu schützen. Hallo, Seria! Okay. Warum beschützen die Eisenwölfe... Ach, nicht Eiswölfe, Eisenwölfe. Warum beschützen die... Ist das eine Art Söldner, oder... Das ist eine Frage. Ist das eine Art kleine Privatarmee? Also auf jeden Fall sehr militärisch hier, wie es aussieht. Unsere Rüstung passt voll dazu. Aber sie beschützen nicht Caldeum. Warum? Also nicht die Hauptstadt des Landes. Die Eisenwölfe lebten im Schatten Caldeums, um Kejistan vor allen Bedrohungen zu schützen. Doch selbst sie haben ihre Grenzen. Caldeum ist ja verriegelt. Das haben wir schon gehört. Das ist ja abgesperrt. Warum auch immer. Wegen den Kannibalen. Nee, nicht die Kannibalen. Den Dämonen vielleicht? Der Hund. Gibt es irgendwo einen Weg, der sicher ist? Der Weg nach Süden wurde überrannt. Jetzt ist es überall gefährlich. Und wie kam es dazu, dass sich die Eisenwölfe an einem so schönen Ort niedergelassen haben? Schön, aber abgelegen. Ja, die Oase ist schön. Doch darüber hinaus fühlt man sich hier sicher. Daher sind wir geblieben. Okay. Ja, sorry, ich muss gerade einen Einkaufszettel kommunizieren. Okay. Leute! Das ist ja ein riesiges Lager, ha? Oh. Schön. Gefällt mir. Palam? Nach der Schlacht saß Fragom der Stählerne im Schatten der Palme dort am Bach, um sich das Blut aus dem Gesicht zu waschen. Nachdem er sich im klaren Wasser sah, wusste er, dass er nie
gehen würde. Oh. Das ist schon stark, ne? Von der Ausrüstung her. Eieiei. Also wenn die sich alle bereit machen und gemeinsam marschieren. Ja. Nicht schlecht, nicht schlecht. Die Musik auch. Voll schön. Ja, da haben wir sie. Asifa. Ein Mann in Tarsarak wollte, dass ihr das hier bekommt, dieses Amulett. Jilan, er schien zu arm zum Bezahlen zu sein. Da habe ich wohl falsch gelegen. Und auch kein schlechtes Stück. Dreckig, aber nicht gefälscht. Danke, Wanderin. Gerne, gerne. Wie steht es um eure Vorräte? Es ist alles da, bis auf eine Zutat. Magenkraut. Ertrunkene essen diese Pflanze. Es gibt nichts Besseres zur Eindämmung von Nekrose. Ich weiß nicht, wer das herausfand, aber sie ist wirksamer, wenn sie von Ertrunkenen halb verdaut wurde. So ein Gesicht habe ich auch gemacht, als ich das zum ersten Mal gehört habe. Ich empfehle Handschuhe. Sammelt verdautes Darmkraut. Oh. Wer genau sind die Eisenwölfe überhaupt? Gute Frage. Kommt drauf an, wer das wissen will. Für eine Fremde wie euch. Söldner. Bezahlung im Voraus. Wisst ihr, Münzen sind rar geworden, seit die Seuche Caldeum verheert hat. Also Söldner, okay. Und das hier ist euer Hauptquartier? Seit der Seuche, ja, hat die halbe Stadt ausgerottet, bevor man die Armen rausgeworfen hat und uns gleich mit. So viel Reichtum, der jetzt weggeschlossen verstaubt. Es bricht mir das Herz. In Kejistan ist noch Bares im Umlauf, aber das stammt vom Banditenabschaum in Geakul. Alles Blutgeld. Ich finde das sehr interessant alles, muss ich euch ganz ehrlich sagen. Seit der Seuche, die halbe Stadt hat sie ausgerottet. Okay, es ist also eine Seuche in Caldeum. Das ist das, worauf ich nochmal hinaus wollte. Okay, krass. Wie seid ihr den Wölfen beigetreten? Ich war mal ein Straßenkind. Bin in schlechte Gesellschaft geraten. Die Wölfe haben mich gerettet. Sie haben mich aufgezogen, durchgefüttert. Und meistens lohnt sich die Arbeit. Also bleibe ich erstmal. Malikim? Sieht aus der Schulter, nicht aus dem Handgelenk. Holen uns die Wespen, werdet ihr es nie lernen. Hoho. Soll ich mal vormachen? Wie unsere Farbe einfach passt, ne? Kelim? Willkommen am sichersten Ort, der sich im Schatten Caldeums finden lässt. Asmodan selbst würde im Zuhause der Eisenwölfe auf Zehenspitzen gehen. Asmodan ist ein Dämon, oder? Asmodan, Basphelios, oder? Lucifer. Ihr wisst schon, dieses komische Lied. Okay. Krass, eine richtige Oase. Wo ist das Wasser? Hier. Okay. Da angelt jemand. Aha. Wir haben noch gar nicht das Zentrum erreicht. Oh, ich freue mich. Osir. Ich kam her, weil ich Hilfe brauchte. Und fand mich in einem Traum wieder. Und jetzt sind wir zusammen. Also würdest du überhaupt aufwachen wollen? Nein, meine Liebste. Doch ich fürchte den Tag, an dem wir das tun. Das ist schon krass, ne? Die haben hier wirklich diese Oase richtig befestigt. Guck mal. Aber wenn in Caldeum eine Seuche herrscht und die wahrscheinlich irgendwie so Untote hervorbringt, wer weiß. Hoho. Schicke Klinge, Bro. Oh.
das hier. Münzstapel. Ein Wunsch aus einfacheren Zeiten, als diese Gewässer noch Magie anstatt Leichen enthielten. Hör, bitte was? Oh, ist das ein schöner Ort. Lager der Eisenwölfe. Das Schild weist den Weg zum Heiler. Alle Kranken und Lahmen sind willkommen. Maza, bitte. Eure Wunden sind noch frisch. Ihr könnt sie neu verbinden, wenn ich zurückkehre. Mhm, Asa. Was ist geschehen? Diese Eisenwölfe brauchen dringend Ausrüstung. Gold, alles, was uns am Leben hält. Also habe ich einen Spähtrupp in die alten Magierruinen geführt. Sie gelten schon lange als verbotener Bereich. Aber in Ruinen können Schätze verborgen sein. Was ihr wisst, wie ich sehe. Die Toten warteten darin auf uns. Alim und Thala sind gefallen und... Ich gab den Befehl, sie zurückzulassen. Oh, okay. Und wohin wollt ihr? Vielleicht kann ich helfen, wenn ihr noch verwundet seid. Ein großzügiges Angebot. Aber es ist meine eigene Verantwortung. Ich habe meine Soldaten in die verdammten Ruinen geführt. Und zwei von ihnen haben ihr Leben gelassen. Alim und Thala. Ich muss ihre Habseligkeiten holen. Nun, ihr müsst nicht allein gehen. Na schön. Ich nehme eure Hilfe an, Wanderin. Trefft mich vor den alten Ruinen im Westen. Und macht euch auf einen Kampf gefasst. Okay. Sehr gerne. Sind ihre Habseligkeiten wirklich ein solches Risiko wert? Um in der Wüste zu überleben, kann sich ein Wolfsrudel nicht erlauben, irgendetwas zu verschwenden. Wenn ein Eisenwolf stirbt, wird alles, was er bei sich trug, unter den anderen aufgeteilt. So erweisen wir ihm die Ehre. Okay, strenge Regeln. Krasse Söldnergruppe auf jeden Fall. Oh no. Lasur. Wir tun alles für sie, was wir können. Aber das Böse, das diesen Tempel befallen hat, ist nicht leicht zu heilen. Oh, was ein krasser Ort. Und alles optional, ne? Wow. Das sind aber jetzt auch Geflüchtete aus Kaldeum, ja? Das sind jetzt nicht alles Eisenwölfe. Das hier sind ja keine Söldner. Was meint ihr damit, sie hätten nochmal angegriffen? Ich habe das Feld gerade geräumt. Ich bezahle euch dafür, dass ihr sie von uns fernhaltet. Nicht damit ihr hier sitzt und esst, während sie uns überrennen. Ja, ja. Ich gehe nochmal hin. Lasst mich nur noch aufessen. Heldam? Steht vielleicht Ärger an? Wann nicht? Ich sagte den Männern, ich würde für den Kopf dieses großen, hässlichen Skeletts in den Teergruben das Doppelte zahlen. Aber ich höre nur Ausreden. Wenn es so einfach ist, tötet ihr es doch. Es brennt. Was habe ich gesagt? Ausreden. Wenn ihr hingeht und den Bastard tötet, gebe ich die Belohnung stattdessen euch. Oha. Sammelt, Anni, das war die andere Aufgabe. Tötet Skelette, um den Champion hervorzulocken. Mhm. Das kann ich hier nicht tun. Oh, ich habe überall nachgesehen, Sir. Daywood ist nicht im Lager. Der Junge hat mehr Sand als Verstand. Mhm. Kriegspläne. Die Pläne sind brillant und doch verzweifelt. Die Armeen der Verzweiflung füllen die kleine Karte Kajistans. Balai. Unsere Speer sind im Norden und Westen beschäftigt. Sollte die Bedrohung im Süden aufkommen, stellt sich ihr niemand entgegen. Boah, die sind aber krass ausgestattet, ne? Schon heftig. Hadad, Quartiermeister der Eisenwölfe. Ihr wirkt besorgt. Sieht man mir das an? Eine unserer Wachen ist verschwunden. Ein dummer Junge namens Daywood. Der Narr glaubt, er könnte unser Banditenproblem im Alleingang lösen. Hat seinen Posten verlassen, um den Helden zu spielen.
Entschuldigt die Frage, aber wenn ihr der Küste folgt, könntet ihr nach Daywood Ausschau halten? Bringt ihn in einem Stück zurück. Okay. Was genau ist denn das für ein Banditenproblem? Banditen sind eine Konstante in der südlichen Wüste. Aber einige sind in letzter Zeit dreister geworden. Sie greifen unsere Patrouille noch kurz vor der Oase an. Ich brauche alle kräftigen Leute als Wachen und keine Narren, die blindlings in den Tod laufen. Okay. Ja, machen wir. Aber die Ausstattung ist schon krass hier. Hallo, Benamin. Das sieht abgenutzt aus. Ey. Ich kann es reparieren. Ich kann das zerteilen. Was soll das denn heißen, ja? Oh. Was ist mit ihm? Ein Bandit oder was? Oder vielleicht ein Dieb? Oh, voll schön hier. Im Vergleich zur kargen, trockenen Wüste. Wow. Also greift Kelim sich diesem Wespenkopf und spießt ihn auf seinen Helm. Blut und Eiter triefen ihm ins Gesicht und er fängt an zu summen wie ein Wahnsinniger. Der Mistkerl hat mich mit dem Stachel gejagt. Stagger, ihr habt so sehr versucht beim Weglaufen nicht zu reiern. Habt eine schöne Kotzspur hinterlassen. Jesus. Okay. Oh, das ist schön. Einfach mal angeln. Klar. Oh, die Schildikröti. Frösche. Oh Gott. Aufgedunsene Leiche. Die vergessene Leiche dient als Erinnerung, dass selbst ein Quell des Lebens wie diese Oase von Tod umgeben ist. Ich will die trotzdem wegmachen. Ist für das Wasser alles andere als gut, wie man hier an den Fischen sehen kann. Okay. Sehr schöner Ort. Fangen wir hier an, oder? Skelette töten. Darf man hier reiten? Krass. Schön. Das ist kein Problem. Ich bin noch nicht bereit. Ich brauche mehr Zeit. Noch Fragen? Hey! So, erledigt. Sprecht mit Asa bei den vergessenen Ruinen, die Ehre eines Wolfes, das machen wir mal als nächstes. Ist schon krass, also ich fühle mich übermächtig. Das kann auch gefährlich sein, ich weiß.
bereit. Ah, ist schon krass. Was war das hier für ein Weg? Verdunkelte Grotte. Schöne Aussicht war da oben, aber wir hauen mal ab gerade. Schön. Unschönes Clipping, ja, dass die Pfeile nicht wegfliegen, aber es sieht... Also ich liebe dieses Perspektivenspiel, ich habe schon oft genug gesagt. Das sind übrigens so Totenschädelblumen irgendwie, ne? War richtig eklig. Sollen wir das machen? Nee, oder? Ich halte von den Außenposten, also von diesen Kellern irgendwie nicht mehr so viel, weil da gefühlt nie Loot bei rumkommt. Hört sich furchtbar an, ne? Aber die wiederholen sich stark und bringen dann eben nichts. Vorsicht! Vergessene Ruinen. What? In den Überresten dieser verbotenen Magierhallen wimmelt es vor Schlangen. Mhm. Erinnert mich auch an Diablo 2 in der Wüstengegend, der Soundtrack. Asa. Was wird uns in diesen Ruinen erwarten? Die Toten wandeln im Inneren. Mehr, als ich bei meinem letzten Besuch zu zählen wagte. Diesmal erlauben wir uns keine Fehler. Wir müssen Alim und Tala finden, ihre Besitztümer einsammeln und gehen. Schnell. Okay. Gut, dass wir dieses Dungeon oder diesen Dungeon zum Beispiel nicht wieder vor der Quest gemacht haben. Deswegen sage ich ja, es ist wie in Kingdoms of Amalur, der Vergleich, ich weiß, ich nehme ihn immer wieder. Erst die Quests annehmen, dann die Dungeons erledigen. Tötet alle Gegner in den Archiven. Und gleichzeitig natürlich die Habseligkeiten sammeln. Notiz eines Abenteuers. Merrick, ich weiß, dass ihr Schlangen hasst, aber Gold erwartet euch. Ihr müsst in den Ruinen nach einem Buch namens Compendium Maleficarum. Wenn ihr es findet, habe ich einen Käufer, der einen stolzen Preis dafür bezahlt. Dann müsst ihr euer ganzes Leben lang keine Schlange mehr sehen. Julianus. Na, das hat sich ja gelohnt, ja. Ich brauche mehr Zeit. Ah!
brauche mehr Energie. Ich habe kaum noch Energie. Das ist Thala. Sie wandte sich zurück, um unseren Rückzug zu decken. Wir werden uns erinnern. Ja. Wird aufgehoben. Thalas Habseligkeiten. Nützliche Ausrüstung, Vorräte und sonstige Habseligkeiten von Thala, einer gefallenen Eiswölfin. Frische Blutflecken zeugen von den letzten Momenten der Soldatin. Musik ist geil. Kaum noch Energie. Also dieses auf einen Gegner überspringen ist unfassbar stark. Noch 16 Gegner. Brauche mehr Zeit. Was ist das denn? Was war das denn jetzt bitte? Schlängelnder Schrecken. Ja, das sind ja wirklich so Schlangengegner, was? Bringt die mechanischen Kisten zurück zum Podest. Ey, ich stand dazwischen. Das ist Alim. Er ist zuerst gefallen. Hat uns zugerufen, ihn nicht zu warnen. Wir werden uns erinnern. Gut. Wir sind hier fertig. Ich nehme ihre Habseligkeiten und bringe sie zurück nach Galdi. Sucht mich dort auf, sobald ihr könnt. Dann bedanken wir uns gebührend. Okay, danke für deine restliche Hilfe. Achso, weg ist es, okay. Wir müssen ja gar nicht alle töten. Ruinöse Vandalieren. Vandalen. Die sehen mega eklig aus, weil die ja diese komischen Stacheln am Kopf haben. Ich weiß nicht, was das soll. Da müssen die hin, ja.
Ja, es ist interessant, dass es noch komplett neue Gegnerarten gibt. Die wir noch gar nicht gesehen haben. Das ist krass. Aua. Schatzgoblin. Brauche mehr Zeit. Brauche mehr Zeit. Ach ja. Easy. Brustschutz und Handschuhe. Das war ein krasser Drop. Aua. Nee, was zerstören wir? Das ist schon Schlangenkopf. Aber das ist doch ein Mensch in der Schlange. Ich hab nicht genug Energie. Also die Fernkämpfer sehen aus, als wären das Menschen, die sich in eine Schlange verwandelt haben. Die Nahkämpfer sehen aus wie Schlangen. Dinger. Wesen. Ich weiß auch nicht. Ich brauche mehr Zeit. Beides nicht gut aus. Besiegt Gleitschuppe. Echt ein neuer Boss? Ich brauche mehr Zeit. Ich brauche mehr Energie. Keine Energie mehr. Ich brauche mehr Zeit. Eigentlich betäuben er. Ein ganz komischer Boss. Ganz merkwürdiger Boss, aber okay. Raus hier. Neue Gegner, neuer Boss, was hier los? Was hier los? Okay. Ich meine, okay, ich beschwere mich nicht, cool. Sehr schön. Ich mag die Kombi aus Quests und Dungeons. Das Darmkraut. Machen wir das als nächstes, oder? Darmkraut, Darmkraut, Darwood, der Typ, der alleine die Banditen bekämpfen wollte. Okay, auf wie geht's? Oh, das war äußerst unklug. Verdautes Darmkraut.
Diese Alge gedeiht in den warmen Gewässern Kejistans. Dieses spezielle Darmkraut ist in den Eingeweiden eines Ertrunkenen verrottet. Der Gestank ist ekelerregend. Ja. Schön. Wie viel brauchen wir? 12. Naja. Oh, verdautes Samenkraut. 11. Mist. Aha. Maximale Kapazität von Obolussen erhöht. Das ist auch schön. Da freut man sich ja auch einfach mal drüber, ne? Und damit haben wir die 12 auch schon. Auf der Jagd sucht nach Dawood wäre das nächste. Zuflucht suchen. Eine Reisegruppe auf dem Weg nach Dalgur ist ein unglückseliges Schicksal ereilt. Okay. Sehen wir uns an, oder? Versenkte Schlucht, hier ist ein leeres Lager. Wilderer. Heilige Bedrohung. Weil ich ein Wilderer bin, oder was? Ja gut, er könnte natürlich überall sein hier, ne? Bis er ist da? Nee. Oder? War der erst gerade da unten? Oh Leute, darf ich mal vorbei, bitte? Ich brauche mehr Zeit. Mein Gott, diese Barrikaden immer. War er das hier? Ja, Dawood. Dawood nehme ich an. Er hatte einen Fremdling angeheuert, um mich zu finden? Er tobt bestimmt vor Wut. Aber ich bleibe nicht einfach auf meinem Posten stehen und warte darauf, dass der nächste Überfall meine Freunde tötet. Ich habe die Mörder bis an den Strand verfolgt. Wo ihr schon da seid, könnt ihr mir helfen, ihnen eine Lektion zu erteilen? Ja, klar. Besiegt Malik und seine Bande. Noch nicht bereit. Füttert die Krähen, ihr Bastarde. Hoffen wir, dass ihre Freunde sie finden, wie sie in der Sonne verfaulen. Es wird Zeit, dass sie die Eisenwölfe wieder fürchten.
Okay. Wir sollten unseren Sieg dem Hauptmann melden. Wir sehen uns im Lager, hä? Jojo. Was ist da jetzt? Vielleicht eine Stadt oder so? Dass wir immer noch nicht die Hauptstadt gefunden haben, ne? Entschuldigt, ich muss hier mal durch. Aber ihr seht schon, durch das Pferd ändert sich natürlich die Erforschung extrem, die Erkundung. Und man reitet halt sehr schnell durch. Man guckt sich weniger um, beziehungsweise man sieht die Details nicht mehr so krass. So würde ich sagen. Ah, heulende Festung. Was ist mit euch los, Leute? Ich dachte, ihr seid freundlich. Voll die riesige Festung mit Hafen hier hinten sogar, wow. Krass, oder? Hätte ich jetzt nicht erwartet. Unser Schadensoutput ist halt Wahnsinn. Easy. Es gibt auch ein Reittier sogar, ne? Ich kann nicht mehr tragen. Es gibt sogar einen Pferdeskin dafür, dass man das schafft. Ich würde mich ungern jetzt wegteleportieren, weil sind noch die ganzen Gegner wieder da. Weiß auch egal wer, ne? Hier ist ein Dungeon. Ein Gefängnis, in dem die Verderbten und Grausamen leben. Das würde ich gerne noch machen. Direkt hinterher, dann haben wir das nämlich auch abgeschlossen soweit. Aber wir müssen uns einmal wegteleportieren. Okay, krass. Und wieder nach Kiowa-Stadt. Das ist halt so absurd, ne? Das finde ich so extrem absurd, dass wir immer noch nicht die den Hauptort der Ich mag unsere Ausrüstung, ey. Hallo. Das ist nicht wiederverwertbar. I can't recycle it. Ach Mann, und ich bin so froh, dass wir jetzt auch die Stützpunkte schaffen. Wisst ihr noch anfangs, als ich da kläglich gescheitert bin? Das ist schon geil. Dass wir einfach jetzt durchrushen können komplett. Irgendwo da unten. Achso, hier runter, ja. Ah ne, die Leiter runter, okay. Rein da! Rein. Der Statuseffekt Furcht verhindert für kurze Zeit, dass Gegner sich bewegen oder Aktionen durchführen. Sehr interessant. Sammelt Animus! I hate it. Das ist aber okay. Leute, gebt mal euer Animus her! Oh Gott, das sieht ekelhaft aus. So ein feuchtes Gefängnis, ey.
krass, dass die halt so wie die Ritter der Reue sind und so, ne? Schon übel. Der ist halt von der Tribüne, oder? Mehr Zeit. Just wanna run, 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 run. Nicht genug Energie. I just want to run. Kann ich auch gerne mal durchfrühstücken, Leute. Gar kein Problem. Easy. Ging ja alles in allem dann doch schnell. Bin ich mal zufrieden. Ich mag unsere Ausrüstung. Reist nach Intensivtrakt. Eieiei. Ketzer Asylum. Tötet Skar Gundror und nehmt Hochsicherheitsschlüssel. Sieht gut an. Brauche mehr Zeit. Zeit, um das zu tun. Was? Was soll ich da so sagen? Fleisch! Ich bin noch nicht bereit. Mehr Zeit. Ah.
Energie. Ich bin noch nicht bereit. Kein Erfolg. Take this. Boah, krass. Ich meine, man hätte den noch hochpolen können. Wir hätten es dann noch einmal heilen können, aber... Und das hat er gedroppt. Scheiße. Aber wir haben ihn besiegt, Leute. Zum ersten Mal. Butcher ist dead Archer. Hochsicherheitsschlüssel. Ein Schlüssel zur Hochsicherheitskammer, in der jetzt die Anführer der desertierten Ritter hausen. Geil. Wäre halt jetzt ein Titel Schlechteren des Todes oder sowas cool gewesen, ne? Irgendwas mit Schlechteren halt. Wie wir hier durchrushen, mein Gott, wow. Besiegt den Rat der Ritter. Der sah cool aus, der Typ. Auch wieder komplett neue Bosse, ne? Krass. Ich weiß doch auch nicht, was los ist. Wir sind zu gut für Weltenstufe 2. Unsere Ausrüstung ist gefühlt richtig outgemaxed. Ich fühle mich unterfordert. Was ist hier los, Mensch? Okay. So, dann würde ich jetzt gerne dahin gehen, zu der Nebenaufgabe. Schön, schön, schön. Glühendes Ufer. Hallo? Hallo, Tamiya. Zuflucht suchen. Was ist hier passiert? Totes Pferd, kaputter Wagen? Was ist los? Diese Straße hat einen steilen Abhang. Unsere Wagen sind über den Rand gerutscht, mit all unseren Vorräten. Ohne sie erreichen wir Dalgo nie.
Wir wollten gerade hinabklettern, aber es klang, als ob sich unten etwas bewegt. Könntet ihr uns aushelfen? Na klar. Oh, danke. Seid ja vorsichtig. Solange kein Butcher kommt, ne? Hey, ein Altar von Lille. Ich bin noch nicht bereit. Ungewöhnliches Erz. Was ist das? Verlorene Vorräte. Das war's. Eine unerwartete Art von Erz, die beim Erzbau in Kirgisistan gefunden wurde. Aha. Und Vorräte. Ein eigenartiger Leinensack gefüllt mit dichtem, grobkörnigem Brot, Trockenfleisch und zerlumpter Kleidung. Ist das eine Falle oder so? Hier sind eure Vorräte. Akarat sei Dank, dass ihr gekommen seid. Ich bitte euch nur ungern um mehr, aber könntet ihr für uns eine Nachricht überbringen? Sagt Haddad, dass wir uns verspäten, aber wir kommen. Ich bringe uns sicher hin, das schwöre ich. Ah ja, okay. Ich würde ganz gerne dann einmal hier... Hier rechts abbiegen. Versenktes Plateau. Hier ist es ja schön. Was sehe ich da? Das ist eine Statue von Lilith. Uldurs Höhle. Ja, aber die Lilith-Statue. Okay, also in der nächsten Aufnahme machen wir eine Menge Dungeons, ich sehe schon. Was ist hier? Ja, hier kommt auch noch irgendwas, okay. Oase von Dalgur. Und auch noch ein Dungeon. Mhm. Okay, also nächste Aufnahme gibt es eine Menge Dungeons. So. Aber erstmal die ganzen Aufgaben abgeben. Asifa. Ich habe euer Magenkraut. Diesen Geruch kriege ich nie wieder aus der Kleidung. Das war das, was wir aus den Ertrunkenen geholt haben. Dieses verdaute Magenkraut oder so, Darmkraut. Danke. Es sieht vielleicht nicht beeindruckend aus, aber das wird jemandem eine Gliedmaße retten. Was den Geruch angeht, geht in die Teergruben. Eure Kleidung rettet das nicht, aber vielleicht heben sich die Gerüche gegenseitig auf. Wow. Toll, danke. Danke für den Tipp. Wow. Okay. Viele Aufgaben, ne? Muss man schon sagen. Was haben wir denn? Ah, okay. Wir haben auch noch massig Aufgaben offen. Hallo. Ich habe den Champion der Gruben getötet. Das war dieser Skeletttyp, den wir hervorgeholt haben, indem wir andere Skelette getötet haben. Ah, gut gemacht. Ein Problem weniger, um das ich mich kümmern muss. Mhm, schön. Und wir haben, wo ist denn der überhaupt? Ach genau.
Tamias Gruppe wurde aufgehalten, aber sie kommen. Ich habe ihnen geholfen, ihre Vorräte zu bergen. Wurde verdammt nochmal Zeit für ein paar gute Neuigkeiten. Tamia ist eine enge Freundin und eine großartige Köchin. Sie hätten eure Hilfe nicht brauchen dürfen. Eisenwölfe hätten die Straße bewachen sollen, um sie sicher zu halten. Danke, meine Freundin, für eure Unterstützung. Jo, gerne. Gerne. Habt ihr Darwoods Bericht? Das hat er. Und er wird die doppelte Schicht schieben, bis sein lächerlicher Möchtegernbart grau wird. Der verdammte Idiot hat gelächelt, als ich den Befehl gegeben habe. Sagte, sein Posten würde jetzt viel ruhiger sein nach eurem Sieg über die Banditen. Er wird das Gegenteil sein. Das versichere ich euch. Ja, kann man so oder so sehen, ne? Die Folge unseres Angriffs auf die Banditen könnte natürlich auch sein, dass noch mehr Banditen kommen. Ha, schwierig. Hey ho! Handwerk? Achso. Seht euch das Erz hier an, das ich gefunden habe. Benjamin, was sagst du dazu? Ihr habt ein gutes Auge für Erze. Richtig verarbeitet kann ich mit diesem Metall beschädigte Rüstungen wieder in den Dienst der Wölfe stellen. Lasst mich euch etwas dafür geben. Cool. Ja, gern geschehen, Mann. Die Ehre eines Wolfs. Was war das nochmal? Achso, mit der haben wir ja die Habe. Was hatten die in der Hand eigentlich? Eine Hammeraxt? Krass. Mit der haben wir ja die Habe aus dem Dungeon geborgen. Wie steht es um eure Wunden? Ich heile gut. Dank der Kräuter, die Thala in ihrem Gepäck hatte. Sie war eine fähige Heilerin und gerissene Kriegerin. Wir schenken euch Thalas Dolch als Zeichen unserer Dankbarkeit. Erinnert euch an ihren Namen und führt ihn gut. Okay. Diese Klinge wurde nach Vorbild eines Wolfzahns geformt und eignet sich hervorragend, um aus den Schatten zuzuschlagen. Aber leider alles sehr schlecht. Ich kann das zerteilen. Naja. Was willst du machen? Gut, also. Ja, sieht doch ganz gut aus. Nächste Aufnahme. Dungeon. Und dann ist die Frage, also ich würde ja echt runtergehen, ne? Was ist das? Keine Ahnung. Kein Lager, das wäre zu nah. Ja, wir überlegen es uns mal. Also Dungeon, drei Dungeons, das dauert ja wahrscheinlich schon ordentlich Zeit. Und dann wahrscheinlich runter hier. Boah, die ganzen Springpunkte hier, was ist denn das für ein klippiges Gebiet, ey? Voll die Wüste, voll die Küstenklippenregion. Na gut, also, dann vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal mit Diablo 4. Ciao.